Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, der Sieg war wichtig. Ich habe den Startschuss gegeben. Ja, zu der überragenden ersten Halbzeit heute. Ja, jeder Schuss war drin heute. Und ja, 4-1 zur Halbzeit, glaube ich, war es. Das haben wir noch nicht so oft geschafft in dieser Saison. Und es war, glaube ich, ein Startschuss und so kann es weitergehen. Ja, war gut. Auf jeden Fall tat sehr gut. Wir hatten in der ersten Halbzeit das große Glück, die Torchancen, die wir hatten, zu nutzen und haben auch völlig zu Recht gewonnen. Kempi zum Beispiel, Kempi sein Tor gleich am Anfang, das war enorm wichtig, war der Dosenöffner, den wir, glaube ich, mal gebraucht haben. Und gerade in der ersten Halbzeit ging dann vieles einfacher und dementsprechend auch im Eis kalt gewesen heute und mit der letzten Konsequenz den Ball über die Linie gedrückt. Heute haben wir diese kleine Glück, diese Effizienz, diese Schüsse ins Tor überragend vom Idir, vom Korea. Und ich muss auch sagen, dass Mika, er hat überragend gespielt. Er hat noch nicht Tor geschossen, aber für die Mannschaft war er sehr, sehr wichtig. Und jeder hat viel gegeben. Also, wir haben sehr gute, sehr schöne Gesichter gezeigt. Und wir sind froh. Und wir haben, wie gesagt, 30 Minuten uns zu feiern. Und danach müssen wir über Aue denken. Ich glaube, das ist heute unheimlich wichtig für alle. Also für Fans, für Mitarbeiter, für die Spieler. Es tut auch mal gut reinzugehen und mal was Gutes zu sagen und nicht immer zu sagen, dass wir nur einen Punkt geholt haben. War ein guter Moment, aber das muss und das wird sehr kurz sein. Also wir nehmen jetzt 15-30 Minuten glücklich zu sein und danach müssen wir schon denken über dieses Spiel in Aue. Er ist sehr, sehr wichtig. Also das ist ein sehr, sehr kleiner Schritt. Das ist ein Schritt, aber er ist sehr klein und wir müssen nichts vergessen, was wir vorher gemacht haben und wir müssen weitermachen. Nee, jetzt sofort nicht. Wir müssen erstmal gut regenerieren. Wie gesagt, sind nur 60 Stunden. Sicherlich diesen Schwung können wir mitnehmen. Euphorie ist es nicht. Wir haben so lange auf den Sieg gewartet, jetzt ist einer gekommen und deswegen ruhig bleiben. Aber Minimalziel ohne Relegation, das zu schaffen, das ist auf jeden Fall noch drin. Und da war der Sieg so wichtig wie lange nicht mehr. Und jetzt müssen wir in Aue, wenn möglich, wieder 3 Punkte holen. Ja klar, wir haben jeden Tag dran geglaubt. Wir wussten, dass wir irgendwann einen Sieg holen. Man sieht seit Wochen, wir stehen kompakt, wir verlieren auch kein Spiel. Und jetzt haben wir das Spiel gewonnen und 3 Punkte geholt. Und wie gesagt, wie Sie sagen, sind 3 Punkte noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz und alles drin. Ja, ist ja klar. Ich meine, wir verfolgen ja die Ergebnisse auch, aber das ist alles an der Scheidung, weil wir müssen unsere Aufgaben machen. Das haben wir heute getan, der erste Schritt ist gemacht, aber wir müssen weiterlaufen, um auf das ganz große Ziel zu kommen. Und dafür geht es direkt in 2 Tagen weiter und da müssen wir genauso viel Einsatz in die Waagschale werfen wie heute. Denn da geht es nicht nur um 3 Punkte, sondern auch um einen Derby-Sieg. Und von daher, glaube ich, brauchen wir auf dem Weg keinen zu motivieren. Jeder weiß, worauf es am Donnerstag ankommt.